Ja, hallo Freunde und herzlich willkommen zum nächsten Video. Und heute soll es, wie ihr schon im Titel gesehen habt, um die Frage gehen, was ist eigentlich Star Citizen, was macht man da, wie ist das mit dem Schiffe kaufen für Echtgeld, dann später Ingame, wie verhält sich das dann mit dem Balancing und so weiter. Um diese Frage soll es heute gehen, also wieder eine Einsteigerfolge von den, oder ja, quasi entstanden durch die Fragen von den Einsteigern unter euch. Und ich versuche ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen, natürlich wieder mit meinem Paint. .net-Programm, aber vielleicht mal vorab, das Allerwichtigste ist die Frage, was ist Star Citizen? Ich glaube, das ist vielen Leuten gar nicht so wirklich klar. Star Citizen ist, ich schreibe es mal, ich versuche es mal mit der Maus, das ist immer ganz, ganz schwierig, ist ein MMO, mache hier so einen Strich, RPG, oh, ich bin so gut darin. Ihr seht das schon, das ist richtig hochqualitativ, ich könnte quasi Comics zeichnen. Dann, also MMO, RPG, SB, also das steht für Sandbox, ich kürze es nur ein bisschen ab. Sandbox, S, ja, SS schreibt man eigentlich nicht, ich schreibe mal Sim. So. So, ich denke, diese vier Dinge ist das Wichtigste. Ihr seht, es ist also auf jeden Fall ein Multi-Genre-Spiel. Das ist halt immer auch das Schwierige. Und das ist übrigens auch der Grund, warum das Spiel so lange dauert. Unter anderem, es ist immer relativ simpel, wenn man sagt, wir machen jetzt ein Fantasy-Rollenspiel. Ne? Das ist relativ simpel, irgendwie Mittelalter, Drachen, Zauberer und eine schöne Vegetation. Und eine Spielwelt mit Schlössern und Burgen und Magiern und so Zeug. Das ist also relativ simpel. Aber das ist hier jetzt also Multigenre, das heißt, wir haben also quasi ein RPG erstmal, was aber Sandbox-artig aufgebaut ist und eine Space-Simulation darstellt. Und das Ganze gepackt in das Oberthema MMO. So, das heißt, wir haben also im Endeffekt ein Rollenspiel, ein Massive Multiplayer Online-Rollenspiel, um genau zu sein, was sich in einem Sandbox-Space-Sim-Universum abspielt. Ich denke, so kann man es ganz gut erklären. Und das hat verschiedene... Ist die Musik so laut? Warte mal, ich glaube, ich muss die Musik ein bisschen... Ja, die ist laut. Ein bisschen leiser drehen. Und das ist letztendlich auch der entscheidende Punkt. Weil ja viele von euch fragen ja, okay, aber was macht man eigentlich so in Star Citizen? Nun, wir lassen mal für einen Moment das hier außen vor. Ja, das MMO, weil MMO heißt ja Massive Multiplayer Online. Es ist zwar... online aktuell, aber Massive, also von Massive Multiplayer kann aktuell nicht die Rede sein, weil wir haben pro Server eine Begrenzung von 50. Also es ist eher so ein Koop aktuell, was man machen kann, ne? Mit ein paar Leuten Koop ein bisschen spielen, aber ein MMO-Feeling haben wir noch nicht. Das, wie gesagt, das möchte ich mal kurz außen vor lassen. Das fertige Spiel wird das dann beinhalten, aber aktuell noch nicht. Das heißt, wir konzentrieren uns mal vor allem auf diese drei Dinge und ich würde gerne anfangen mit RPG. So, ich mache hier mal, ich ziehe mal diese Linie hier nach unten. Oh Gott. Warte mal, ich muss mir ein bisschen helfen. So, vielleicht damit. So, okay. Zieh mal hier nur diese Linie nach unten. Ich weiß, es sieht furchtbar aus, aber es ist auch egal. Oh, ist wieder schief. Ich bin echt nicht gut darin. Muss ja mal irgendwie so ein Tablet holen mit einem Stift. Da geht das, glaube ich, besser. So, also, was haben wir bei RPG? Nun, wir haben zunächst mal natürlich, ich muss es hier mal ein bisschen, ich zoome mal ein bisschen rein, ne? So, also, wir haben natürlich zunächst mal beim RPG euren Charakter. So, ich mache hier mal euren Charakter, der sieht ja auch ungefähr genauso aus auf der Homepage, wenn ihr euch ihn erstellt. Ne? Da könnt ihr dann noch die Haarfarbe ändern und so weiter, aber das ist jetzt mal egal. Und das ist das Allerwichtigste natürlich beim RPG, euer eigener Charakter, den ihr euch selber in irgendeiner Form kreiert und den ihr euch irgendwie designt sozusagen, also ihm quasi euren Touch gibt. Okay, das ist das eine. Das andere ist natürlich euer Raumschiff. Jetzt meine ich hier wieder mein super tolles Raumschiff aus der letzten Erklärungsfolge. Hier mit den Flügeln, so, den Triebwerken. So, und den Füßchen. Süß, oder? So, also diese beiden Dinge hier zusammen ergeben quasi euch, ja, also eure Rolle im Spiel. Aber, damit nicht genug, jetzt kommt nämlich auf einmal das Sandbox rein und sagt, Moment mal, das ist gar kein klassisches RPG, sondern das ist ein Sandbox-RPG. Und was heißt das? Naja, im Prinzip, ich versuche das jetzt hier mal ganz, ganz vorsichtig zu malen. Ich weiß nicht, ob er das erkennen kann. Geht es nämlich um das Thema Story. Das ist jetzt hier mal ein Buch. Ja. So. Also, das soll jetzt ein Buch hier darstellen. Denn
dadurch, dass Sandbox um die Ecke kommt und sagt, hey, das ist Sandbox, es gibt gar keine, sagen wir mal, vorgefertigte Story. Also wenn wir es mal jetzt vergleichen wollen mit einem Gothic, ja, mal ganz klassisches Gothic 2 oder so, da ist eine vorgefertigte Story. Da ist euer Charakter, der ist, den könnt ihr vielleicht ein bisschen customizen durch Ausrüstung und durch euren Weg sozusagen. Aber eure Fähigkeit oder eure Möglichkeiten sind mehr oder weniger begrenzt. Bei Sandbox aber ist es natürlich so, dass ihr selber entscheidet, was mache ich wann, wie mache ich es, mit wem und so weiter. Das heißt, eure Story kommt also mit dazu. Es ist keine vorgefertigte, klassische Roleplay-Story vorhanden, wo man jetzt einen roten Faden hat und sagt, dem folge ich jetzt 60 Stunden, zack, und dann habe ich das Spiel durchgespielt. Nein, sondern eben, ihr müsst euch eure Geschichte mehr oder weniger selber schreiben. Es gibt natürlich verschiedene Inhalte, dann kommt nämlich dann hier gleich noch das Space-Sim mit rein, ja. Aber im Grunde genommen ist das hier erstmal so dieser, ich kann es mal so ein bisschen blau umranden, das ist so euer Part. Das ist euer Ding, euer Charakter, euer Raumschiff oder eure Raumschiffe, die also zum Charakter passen und dazu die gehörige Story. Also welchen Weg wollt ihr gehen? Ja? So, jetzt kommt die Space Sim. Ich weiß, hier ist es jetzt, ich zoome mal wieder ein bisschen raus. Jetzt kommt die Space Sim um die Ecke und sagt, Moment, ich habe auch noch was. Ich will auch noch was dazu sagen. Ja? Nämlich, es ist ja ein Weltraumspiel. Und beim Weltraumspiel gibt es halt ganz viele Dinge, die, zumindest wenn man das alles zusammenpacken will, in ein Spiel mit eine große Rolle spielen. Da haben wir zum Beispiel, sag ich jetzt mal, ne, die Planeten, kleinen Monde noch dazu, irgendeine Raumstation. Ah, ich weiß, es sieht ganz furchtbar aus. Egal. Ja, Raumstation. Wir haben andere Schiffe, andere Spieler und so weiter. Wir haben vielleicht auch mal einen Asteroiden. Den kann ich hier ganz toll zeichnen. Warte mal. So. Also, eben die verschiedenen Dinge, die bei einer Space-Simulation eine Rolle spielen. Also wir wollen ja nicht nur ein Sandbox-MMO haben, das wäre ja, oder ein Sandbox-Rollenspiel, das wäre ja quasi das hier. Sondern wir wollen auch noch, dass das Ganze, wie es eben für eine Simulation gehört, möglichst realistisch ist. Natürlich auch innerhalb eines Games, soweit es eben realistisch machbar ist. Wir wollen eben diese ganzen Dinge, wie zum Beispiel, ich möchte gerne von Planet A zu Planet B fliegen und dort landen können. Ich möchte gerne im Weltall in einem dreidimensionalen Raum fliegen können. Ich möchte gerne, dass sich mein Raumschiff hier wiederum, das hat ja alles aufeinander Einfluss, es wirkt ja aufeinander, ja, dass dieses Raumschiff sich träge anfühlt in der Atmosphäre, im Weltraum dann wiederum nicht. Ich möchte gerne, dass die Raumschiffe sich unterschiedlich fliegen, abhängig davon, wie schwer oder wie groß sie sind. So, ne? Also diese ganzen Space-Sim-Elemente, da kann ich jetzt noch die Liste endlos weiterziehen, die kommen eben hier auch noch mit rein. Das heißt, ich mache es hier mal so ein bisschen lila, wir sind jetzt quasi an einem Punkt, wo dieser hier, dieser Part, mit reinkommt in das RPG. So, also alles spielt in das RPG hinein. Man könnte es auch anders drehen, aber ich drehe es mal so. Also euer Charakter, euer Raumschiff, eure Story innerhalb einer Space-Simulation, die darauf wiederum Einfluss nimmt. So, und nun kommt MMO, was ich jetzt vergessen habe, dass ich gar nicht mehr durchstreichen kann, egal. Das MMO kommt jetzt auch noch hinzu. Und das MMO sagt, Moment, ich würde gerne, warte mal, kann ich hier die Farbe, so. Das MMO kommt jetzt hier und sagt, halt, stopp, wir sind noch nicht fertig, wir müssen ja noch was machen. Wir wollen ja noch ganz, ganz viele Spiele haben, also nicht nur der eine Charakter, ja, der hier irgendwie seine Rolle erfüllt, sondern wir haben eben, ich mal sie mal nur so ein paar hin, wir haben Multiplayer, also MMO, also richtig, richtig viele Leute, Tausende auf jedem Server oder Zehntausende, je nachdem, die wollen ja auch noch alle irgendwie, ja, da mitspielen. Und die wirken natürlich auch wieder aufeinander ein. Sei es im PvP, im PvE und so weiter und so fort. Irgendwie ganz schön lange Körper. Egal. Also ich denke, ihr wisst, wie ich es meine. So, und das heißt, dieser Part kommt also jetzt hier auch noch mit dazu. Zack, mach mal einen Sack zu. Und dann ist das Star Citizen. Mal ganz, ganz simpel formuliert. Also, euer Charakter, euer dazugehöriges Raumschiff, eure Story. Das passt ja schon mal zusammen. Das könnt ihr selber entscheiden. Dann die Grenzen sozusagen eurer, also eures Spiels, das ist die Space Sim, also quasi möglichst realistische Weltraumsimulation und Ganze als MMO, das heißt also Tausende von anderen Spielern. So, und jetzt kommt Chris Roberts. Und Chris Roberts sagt, wir wollen das alles in ein Spiel zusammenpacken. Und
das ist halt genau der Punkt, was am Ende Star Citizen ausmacht, nämlich diese Komplexität, diese ganzen Genres, diese ganzen Probleme auch, die sie alle natürlich mitbringen. Weil, und da mache ich jetzt mal ein Beispiel, und das soll keine Kritik sein, aber wir haben ja zum Beispiel gerade ein aktuelles Spiel, nämlich Fallout 76. Und Fallout war immer ein Singleplayer-Spiel, ein Singleplayer-Rollenspiel. Ein, ja, normales Rollenspiel. Es war, glaube ich, nie wirklich so, dass man sagt, das ist jetzt Ultra-Premium, das ist besser als ein Witcher 3, aber es war ein gutes, solides Rollenspiel. Und diesmal haben sie aber das Ganze als Multiplayer gemacht. Kein wirkliches MMO, aber doch schon in Richtung Multiplayer. Und man sieht, wenn man dieses Spiel spielt, und deswegen sind auch die ganzen Kritiken so schlecht, man sieht, was für einen Haufen Probleme das verursacht, weil viele Features, die man eigentlich gerne in dem Rollenspiel hat, die gehen gar nicht, wenn ich Multiplayer mache. Weil die Leute rumtrollen, weil die Leute irgendwelche Glitches nutzen und dann ist der eine stärker als der andere, kann den anderen wieder ermorden. Das Kampfsystem ist völlig anders bei einem Multiplayer-Spiel und so weiter. Das heißt, die Schwierigkeit, die wir haben bei Star Citizen, ist, diese ganzen Genres, diese ganzen Dinge in ein Spiel reinzupacken. Also, Sandbox und Space Sim hier kann man sich gut vorstellen. Das ist relativ simpel, das passt sehr, sehr gut zusammen. Das machen auch andere Spiele. Das macht zum Beispiel auch ein Elite Dangerous. Ja? So, aber Elite Dangerous ist zum Beispiel kein MMO. Auch wenn alle Leute auf demselben Server spielen, die Welt ist so groß, dass es faktisch kein MMO ist, weil du kannst kaum mit anderen Spielern dich treffen. Es ist einfach zu gewaltig. Star Citizen geht ja einen anderen Weg und sagt, Moment, wir wollen aber gerne, dass die Spieler sich treffen können. Wir wollen gerne, dass sie zusammen Multicrew spielen können, also gemeinsam in den Schiffen, die sie sich ja hier aussuchen, zusammenarbeiten. Verzeihung. Und deswegen macht Star Citizen hier Folgendes. Die sagen, wir machen auch eine riesengroße Welt, aber die ist, sagen wir mal, fühlbar. Die ist irgendwo in einem Größenverhältnis, dass man sagen kann, wir treffen uns mal. Dauert einen kleinen Moment, aber wir können uns treffen, ist kein Problem. Und trotzdem ist die Welt aber noch so groß, dass es genug zu entdecken gibt. Also sie gehen hier quasi den Mittelweg. Sie machen aus meiner Sicht zumindest, wie gesagt, das ist meine Meinung, den perfekten Mittelweg zwischen einer großen Welt und einer sinnvollen Welt. Denn, dann kann man wieder sagen, was man will, aber ich finde eine Welt wie die von Elite Dangerous, die, ich habe vergessen, wie viele Billionen Sternsysteme hat und ich weiß nicht, keine Ahnung, riesengroß ist, ist ja faktisch Unsinn, weil es ist so groß, GameStar hat es, glaube ich, mal ausgerechnet, man braucht da irgendwie ein paar Millionen Jahre Spielzeit, um das alles zu entdecken. Also das ist nach meiner Sicht einfach Quatsch und schade, weil dann kann ich mich mit meinen Freunden gar nicht treffen, weil es einfach viel zu groß ist. So, egal, aber das sollte nur ein kleines Off-Topic sein. Das heißt also, das Thema MMO bringen sie halt dadurch rein, dass sie die Welt eben nicht zu groß machen. So, das heißt, sie gehen ein bisschen weg von der Space Sim, sie gucken, okay, wir wollen jetzt nicht ganz so viel Realismus haben auf Kosten des MMOs, weil das ist nämlich, es kostet immer was. Ja, genauso beim RPG oder RPG. Sie könnten natürlich eine voll durchgeskriptete Story machen, wie das sich für ein RPG gehört. Dann ist es aber faktisch wieder kein Space Sim mehr oder kein Sandbox mehr, besser gesagt. Also alles, was man quasi reinbringt an Features, kostet den anderen Features etwas. Und das ist so ein bisschen dieser schmale Grat, den man da gehen muss. Und das ist auch das Komplizierte bei Star Citizen. Vor allem, dass man diese ganzen Genres irgendwie sinnvoll unterbringen muss, ohne dass man zu viel opfert von den einzelnen Genres. So, also, das mal so ganz, ganz grob. Ich denke, das sollte erstmal soweit passen. Machen wir hier eine zweite Ebene rein. Und nun geht es um die Frage, was macht man denn eigentlich in dieser Space Sim? In diesen fertigen Star Citizen oder auch vielleicht sogar aktuell schon. Es gibt eigentlich aus meiner Sicht, das ist, wie gesagt, das muss jeder für sich selber so ein bisschen entscheiden. Ich gebe hier nur mal so eine grobe Linie. Es gibt für mich zwei Arten, was man machen kann. Ich teile da hier mal das Blatt. Also, wir haben auf der einen Seite mal. So, wir haben auf der einen Seite, ich schreibe es mal einfach mal dich. Ja. Und auf der anderen Seite haben wir, ich weiß nicht, Gilde oder Orga. Ich schreibe mal hier Orga hin, das ist ja bekannter. Orga. Ja. Ah, komm, machen wir noch Gilde mit hin. Gilde. Oh, ist furchtbar. Mit der Maus schreiben ist ganz schlimm. Also Orga und Gilde, diese beiden Möglichkeiten gibt es, also dich selber oder Orga-Gilde. Man kann es auch kombinieren, aber ich will mal so grob darüber gehen. Wir machen erstmal die rechte Seite, Orga und Gilde. Was heißt das? Nun, es gibt verschiedene
Organisationen, Schrägstrich Gilden in Star Citizen, die sich auf irgendwas spezialisieren. Das könnt ihr euch in diesem Gilden-Browser angucken. Und die sagen beispielsweise, wir sind eine Händlergilde. So, jetzt haben die 5, 6 Leute in der Gilde als Beispiel mal, die haben eine Caterpillar und die sagen aber, wir wollen uns gerne die Caterpillars absichern. Und dann rekrutieren diese Gilden Leute, die zum Beispiel, weiß ich nicht, eine Gladius haben, also Kampfschiffenjäger. So, und dann spielt ihr gemeinsam mit eurer Gilde, mit eurer Orga sozusagen, das Spiel, so wie die Gilde es möchte. Also, wenn das quasi zusammenpasst, das, was ihr machen wollt und das, was die Gilde will, dann ist es ja eigentlich perfekt. Dann könnt ihr nämlich sagen, okay, ich mal es hier mal rein. Also das ist jetzt nur mal ein Beispiel zur Visualisierung. Wir haben hier eine Caterpillar. Oh Gott. Warte. So, wir haben jetzt hier eine Caterpillar. Ne, das sieht auch scheiße aus. Ich mach mal eckig. So. Sieht man das besser? Hier ist der Flügel. Hier ist das andere Ding. So. Ja, ich denke, so kann man es sehen, ne? Das ist jetzt hier mal die Caterpillar. Davon hat die Gilde jetzt 3 Stück oder so. Keine Ahnung, ist egal. Und ihr selber habt eure kleine Gladius. Ja, mache ich jetzt mal hier so rein, zack. Und dann begleitet ihr quasi von einem anderen Spieler die Caterpillar. Das heißt, hier sind dann 2, 3, 4 Leute drauf auf der Caterpillar. Die machen ihr Ding, die traden irgendwas, die gehen irgendwo handeln und was weiß ich was. Und ihr begleitet die quasi als Begleitschiff. Und supportet die, wenn die also von Piraten angegriffen werden, dann ist das euer Gameplay. So, und ihr könnt auch dann in dieser Organisation, in dieser Gilde aufsteigen und vielleicht dann irgendwann, wenn irgendwann irgendwelche Raids kommen oder was weiß ich was, könnt ihr auch sagen, hey, ich steuere jetzt nicht mehr nur meine Gladius, sondern ich habe jetzt vielleicht die Möglichkeit, zum Beispiel der Captain von der Hammerhead von der Gilde zu sein, ne? Das ist vielleicht ein Gildenschiff und dann steuert ihr quasi diese Hammerhead, weiß nicht, ob ich das richtig male, aber ich denke, man kann es erkennen, dann seid ihr quasi der Captain und andere Leute aus der Gilde dann haben ihre Gladius und folgen mit. Also so kommt ein Multiplayer zusammen, wo man gemeinsam das Spiel spielt und zwar so, wie man es möchte, weil es ja Sandbox ist, wie wir vorhin hatten, ne? Das heißt, man sucht sich quasi seinen eigenen Weg aus, als Gilde in dem Fall. Ne? Die Gilde legt fest, wir wollen gerne eine Handelsgilde sein. Sorry, ganz kurz. So, ich bitte vielmals um Entschuldigung. Ihr dürftet dreimal raten, was das war. Ja, die Post. So, wo war ich denn geblieben? Gilde, Orga, Caterpillar, Hammerhead. Also, dieses Gilden-Gameplay quasi, ne? Dieses Multiplayer, dieser ganze MMO-Faktor kommt dann dadurch eben rein. Und auf der anderen Seite haben wir dann natürlich dann dich, ne? Zack. Der halt sagt, vielleicht will ich gar keine Gilde, vielleicht bin ich der Lone Wolf sozusagen. Und hab vielleicht, weiß ich nicht, ich will vielleicht Pirat sein, ja? Und dann habe ich halt irgendein Piratenschiff oder ich habe meine eigene Caterpillar, kann ja sein, ne? Machen wir das mal, Spaßes halber. Also ich habe meine eigene Caterpillar. Und ich gucke mal, ob ich das so schön nochmal hinkriege hier. So. Das ist mal so ein bisschen so. Lalalala. Zack. Also die eigene Caterpillar mehr oder weniger. Und du fliegst halt alleine und nimmst dir aber einfach NPCs oder Freunde mit oder Leute, die du anheuerst. Also irgendwelche Söldner, die dir dann helfen, ja, die dann sagen, okay, ich nehme jetzt meine Gladius hier und ich fliege quasi mit oder 2 Gladius, weil du hast tolle Fracht drauf und so weiter. Also diese beiden Möglichkeiten wird es später im Spiel geben, beziehungsweise das hier wird wahrscheinlich das am meist verbreitetste sein, weil einfach viele Leute sagen, Gilde ist mir vielleicht einfach zu groß, weiß ich nicht, oder machen halt nur so kleine Gilden, also das Ganze geht auch so ineinander über, mehr oder weniger, weil eine kleine Gruppe kann ja auch eine Orga sein. Das ist eine Orga muss ja nicht zwingend groß sein. Aber ich will mich jetzt hier mal auf die großen Orgas beschränken und hier mal auf dich und vielleicht noch deine Freunde. Oh Gott, ich wollte eigentlich nur ein F malen, so. So, also dich und Freunde. So, oder eben, wie gesagt, du kannst ja auch dir deine eigenen NPCs anheuern oder Söldner und so weiter, die dir quasi einfach helfen und für dich arbeiten. Dann musst du dir aber auch natürlich dann bezahlen. So, das Ganze hat natürlich dann noch einen weiteren Standfuß. Und zwar haben wir, ich mache das mal hier in grün, die, mal hier unten hin, die, Fra. Oh. Nennen. Das geht für beide, die Fraktionen. Das heißt, wir haben also verschiedene Fraktionen im Spiel, die Einfluss nehmen. Also die irgendwie irgendwas können. Wie genau das aussieht, weiß ich auch nicht. Aber sagen wir mal, es gibt zum Beispiel eine Handels-
Fraktion, also eine NPC, eine spieleigene Fraktion. Und dann kommt eben wieder dieser Faktor RPG und MMO wieder mit rein, weil ihr entweder als Gilde oder als einzelne Person oder als Freundesgruppe bei diesen Fraktionen euch hocharbeiten werdet. Also ihr sagt zum Beispiel, da ist jetzt, weiß ich nicht, eine Handelsfraktion, bleiben wir mal bei dem Beispiel, und ihr sagt, okay, ich will jetzt bei dieser Fraktion quasi Ruf farmen, ne? Mal als Beispiel, jetzt kann ich irgendwie keine Farbe mehr auswählen, das ist ein blöder Bug in dem Paint. Es bleibt einfach schwarz, seht ihr das? Das ist schwarz. Aber jetzt geht's. Also, ihr wollt einfach hier bei dieser Fraktion Ruf farmen und dadurch habt ihr vielleicht bessere Preise oder mehr Waren. Andersrum, wenn ihr weniger Ruf habt oder sogar negativen Ruf vielleicht, dass sie euch hassen, dann könnt ihr vielleicht gar nicht mehr über diese Leute handeln, habt dann Handelspartner weniger und so weiter. Das Ganze also, es ist also ein Spiel, was ihr nicht nur mit euch selber und euren Freunden macht, sondern auch mit den NPCs. Denn, vielleicht ein wichtiger Punkt und auch, glaube ich, ein ganz entscheidender Punkt, 90% aller Einheiten im Spiel sind NPC. Oh Gott, das C ist furchtbar. Egal, ich lasse es mal so. Also 90% aller Objekte oder Einheiten im Spiel sind NPCs. Das heißt, wir haben also gerade nicht so ein, ja, so dieses typische MMO, wie wir das vielleicht aus anderen kennen, wo man also immer nur alles zwischen Spielern macht, ein Auktionshaus hat wie ein WoW, was nur von Spielern gesteuert wird, sondern wir haben eben eine richtige Marktwirtschaft, ein richtiges Wirtschaftssystem, ein dynamisches und auch ein dynamisches Auftragssystem, wo Fraktionen und NPCs einen riesengroßen Anteil dran haben. Weil Chris Roberts sagt, und aus meiner Sicht zu Recht, Multiplayer macht viele Dinge einfach schwierig und kaputt. Ja, Beispiel, ich kann in World of Warcraft einen Beruf erlernen, zum Beispiel den Schmied. Und jetzt kann ich dort, indem ich 5000 Gold investiere, kann ich mir die Materialien organisieren, dann farme ich noch ein bisschen, dann stelle ich irgendeine Brustplatte her. Jetzt gehe ich ins Auktionshaus und will die verkaufen, die kostet aber nur 4000. Warum? Weil irgendwelche Idioten nicht in der Lage sind zu rechnen und dadurch die Preise kaputt machen. Dann wird sich unterboten und unterboten und unterboten und am Ende ist der Beruf kaputt. Das ist einer der Hauptgründe, warum die Berufe in WoW kaputt sind. Nur mal so als simples Off-Topic-Beispiel. Wenn ich das aber über NPCs regel, dass ich also sage, die NPCs nehmen aktiv an der Wirtschaft beispielsweise jetzt mal, ne, teil, und dann kann ich das viel dynamischer machen. Ich kann viel, viel besser Preise, Angebotsmengen und so weiter steuern. Also, dass nicht der Markt geflutet wird von Leuten, die auf einmal irgendwas gemeinsam grinden, sondern dass einfach also alles im gewissen Verhältnis steht. So. Jetzt kann ich auch dann zum Beispiel sagen, hey, diese Fraktion, die bietet mir vielleicht auch eine Gegenleistung an, neben dem mehr Waren und so weiter, die bietet mir vielleicht ein neues Raumschiff an. Oder einen coolen Skin für ein Raumschiff, also quasi eine andere Variante von einem Raumschiff. Oder einen besseren Preis für ein Raumschiff und so weiter. Ja, also das wäre also auch dann hier in dem Fall denkbar. Nun gibt es aber noch die Orgas und vielleicht sind die Konkurrenten mit dieser Fraktion. Wäre ja möglich. Ne? Sind ja beides quasi Handelsfraktionen, wenn man so will. Eine Handelsgilde und eine Handelsfraktion. Dann wäre es ja denkbar, dass diese Orga quasi nicht nur handelt, sondern vielleicht sogar noch selber auf die Idee kommt, wir kämpfen mal gegen diese Fraktion. Also die schießen zum Beispiel von denen irgendwelche Handelsschiffe ab, machen deren Gewinn kaputt, bereichern sich. Umgekehrt würde es natürlich dann genauso gehen, ne? Dass die sich auch mal wehren. Und am Ende haben wir dann ein System, wo alles miteinander connected ist. Das heißt, wir haben also im Endeffekt dann auch hier wieder diese Beziehung, und zwar wechselseitig, weil die machen diese Fraktion vielleicht kaputt oder beschädigen sie. Dadurch hat diese Fraktion weniger Waren, die ihr kaufen könnt. So. Und so weiter. Es ist also ein riesiger Kreislauf und ihr seht, das Ganze ist mega, mega, mega komplex und vieles davon ist noch lange nicht fertig und wird auch noch lange nicht fertig sein, weil, und nun kommen wir zum dritten Part des Videos, das Entscheidende ist nämlich, dass man euch als Spieler das Werkzeug gibt, all das zu tun. Und das Werkzeug für dieses ganze Gameplay, für diese ganze Kombination aus allen Dingen ist die, schreib's mal hin, Engine. Ja, das ist das Allerwichtigste. Es gibt noch andere Dinge, die noch eine Rolle spielen. Viele denken immer bei Engine, das ist die Grafik oder so, oder das sind die Animationen. Nein, Engine ist viel, 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 viel mehr. Deswegen will ich dazu mal ein paar Worte sagen, um einfach mal dieses Thema aufzugreifen, warum das Spiel so lange dauert. Weil ganz viele Leute schreiben immer in den Kommentaren, boah, das Spiel ist schon mega lange in der Entwicklung und so weiter und so fort.
Ihr könnt euch die Engine vorstellen wie ein Baukasten, ne? So, im Prinzip, ich mache immer so ein paar Parts rein. So zum Beispiel. Es sind noch mehr oder ist egal. Nur mal so zur Visualisierung. So. Natürlich ist ein Punkt. Warte, ich muss ein bisschen kleiner schreiben. Die Grafik. Grafik. Das ist natürlich ein Punkt, klar. Die Engine legt schon irgendwo die Parameter fest. Also die Engine ist quasi so eine. Ich weiß nicht, wer von euch Warcraft 3 gespielt hat. Vielleicht haben das einige gemacht, ich gehe mal davon aus, weil es sehr, sehr bekannt war. Und bei Warcraft 3 gab es diesen World Editor, diesen Map Editor. Und im Prinzip ist das eine abgeschweckte Version der Warcraft 3 Engine. Denn dort konntest du alles Mögliche machen. Es gab, also die Engine legt zunächst mal natürlich auch die Grafik fest, also innerhalb einer bestimmten Reichweite, wie sieht etwas aus. So, dann aber noch viel, viel mehr. Nämlich auch das gesamte Gameplay. Game. Oh Gott, egal, Play. So, also wie interagieren die Dinge miteinander? Also wenn A und B etwas tun, was folgt daraus? Diese ganze Programmierung, diese ganze Visualisierung auch. Also wenn ich jetzt einen Knopf drücke, was passiert dann? Wird dann vielleicht der Fahrstuhl, geht da vielleicht das Licht an oder aus und so weiter. Diese ganzen Assets, die im Spiel drin sind, werden über die Engine letztlich gesteuert, also angesteuert und dann benutzt. Ja, also die Engine legt quasi die Grenzen des Universums fest. So, dann natürlich eben auch solche Sachen wie Animationen. Animationen. So, Animationen. Also wie der Charakter quasi animiert ist. Aber das ist eben auch sehr hochkomplex, weil du kannst nicht einfach nur sagen, okay, der soll jetzt so und so laufen. Das ist wesentlich schwieriger, das alles zu machen, weil der hat ja vielleicht verschiedene Positionen. Wie sitzt er im Raumschiff? Wie bewegt er sich im Raumschiff? Und dann hast du auch wieder die ganzen Kollisionen, weil der hat ja ein Bein. Und wenn dieses Bein irgendwo anstößt, musst du festlegen, was passiert. Glitscht das durch die Wand, wie das bei WoW der Fall ist? Ja, da mal bestes Beispiel der Umhang. Bei WoW, der glitscht immer durchs Mount. Seit 14 Jahren glitscht der scheiß Umhang durchs Mount. Sowas will Star Citizen zum Beispiel nicht haben. Das heißt, sie müssen also sehr, sehr genau quasi, ja, shapen, also dran bearbeiten, dass das alles schön fluffig ist. Denn wir haben hier eine hochmoderne Engine, die wirklich sehr, sehr viel kann. Das ist die Lumberjard. Lumberjard. So, das ist von eine Engine von Amazon und das ist im Prinzip, wenn man will, eine Art von der Cry-Engine. Das war die Ursprungs-Engine, wo Star Citizen drauf gebaut wurde. Die Lumberjard ist sehr, sehr ähnlich, aber es geht dann hier eben vor allem um diese Multiplayer-Geschichten, weswegen man auf Lumberjard ausgewichen ist. Zunächst mal, Lumberjard ist halt kostenfrei. Das ist halt sehr, sehr nice, muss man klar sagen. Und Lumberjard hat eben viele Vorteile gegenüber Cry, weil Lumberjard von Amazon ist und Amazon hat Amazon Web Services. Das ist so ein, sagen wir einfach mal, ein großes Multi-Server-System, was sie haben und worauf man zugreifen kann. Das heißt, wir laufen dann also über die Amazon-Server, was sehr, sehr geil ist, weil die haben sehr, sehr gute Server. Ne? So. Und diese Engine ist aber nicht die Standard-Lumberjard-Engine, sondern wir haben halt hier eine. Ja, ich schreibe mal drunter Special Engine. Weil, ihr müsst euch vorstellen, dass hier in diesen, ich habe es hier, glaube ich, zu viel auch gemalt, ich will auch gar nicht so tief in das Detail hier reingehen, aber ihr müsst euch halt einfach mal vorstellen, ich schreibe noch mal so ein paar Sachen auf, machen wir hier mal zum Beispiel die Regeln. Regeln und Grenzen. Grenzen. Und natürlich die Physik noch mit rein. So, also, das sind mal so ein paar Dinge, die in der Engine eine Rolle spielen. Nun ist es aber so, dass diese ganzen natürlich Unterparts haben. Nämlich so hier, ne? Gibt es verschiedene Parts, die da eine Rolle spielen innerhalb der Engine. Und da gibt es quasi die normale Lumberjard, die halt zum Beispiel sagt, die Physik zum Beispiel ist so und so. Ja? Aber Star Citizen möchte das anders haben. Weil die wollen vielleicht einen Schritt weiter gehen, als Lumberjard selber geht. Also, was machen sie? Sie programmieren die Engine um, sie erweitern sie, sie fügen also neue Module ein in diese Engine und ändern die bestehenden und wurscheln dort rum. Und das ist auch ein Grund, warum das Spiel so super, super lange dauert, weil, wenn ich ein gutes Spiel bauen will, brauche ich erstmal
die Basis. Ich muss erstmal es hinkriegen, dass ich überhaupt eine Engine habe, die das kann, was ich machen will. Und wir hatten das ja ganz am Anfang. Ich zeig's nochmal ganz kurz. Star Citizen will eine ganze Menge sein. Wie gesagt, das ist hier nicht durchgestrichen, sondern das ist, das habe ich nur vergessen, wieder nicht durchzustreichen. Star Citizen will ein MMO-RPG-Sandbox-Space-Sim-Spiel sein. Und da gibt es keine Engine. Es existiert keine Engine, die das kann. Schon gar nicht im Multiplayer-Bereich. So, sie wollen diese ganzen Multiplayer-Systeme haben, diese ganzen Spieler, die Orgas, die Gilden, die Fraktionen, den Ruf, die ganzen Questgeber, die wir haben. Das ganze System soll irgendwie Spaß machen. Ja, rumfliegen soll sich realistisch anfühlen. Die Welt soll riesengroß sein, begehbare riesige Planeten und Monde, die man frei begehen kann, wo man keine Animation hat zum Landen. Ja, und so weiter. Und das alles eben auf der Lumberjack Engine zu bauen, ist eine Bärenaufgabe. Und das ist eben so der Grund, warum das Spiel auch so lange dauert. Wobei, lange ist eben auch relativ, wenn man mal ganz ehrlich ist. Ne? Weil die ersten 2 Jahre kannst du faktisch nicht rechnen. Du musst erstmal eine Firma gründen, musst Entwickler einstellen. Das dauert seine Zeit. Du musst dir die ganzen Tools bauen, die du brauchst. Ich glaube, die haben mindestens 2 Jahre lang gebraucht, nur um alleine die ganzen Tools zu bauen, die sie benutzen. Weil wenn du jetzt eine, zum Beispiel Lore will, das baut ja kein Mensch per Hand, das ist ja viel zu groß, auch völliger Quatsch. Das heißt, du musst ein Tool entwickeln, was Lore will für dich bauen kann. Wenn du das Tool fertig hast, dann kannst du ganz viele Städte bauen. Das ist dann relativ simpel. Aber das Tool zu bauen, das dauert ein Jahr. So, und in einem Jahr ist bei normalen Games schon mal ein Drittel fertig meistens. Die normale Spiel dauert 3 Jahre in der Entwicklung ungefähr. Ein AAA-Titel dauert 6 bis 8 Jahre. Und bei Star Citizen sind wir jetzt, glaube ich, wenn wir mal von 2012 rechnen, sind wir jetzt bei 6 Jahren. Ja? Das heißt, wir sind rein von der Zeit her noch voll im Trend. Also es ist ein völlig normaler Entwicklungszustand, wenn man eben bedenkt, die Firma musste neu gegründet werden, die Tools mussten gebaut werden, Entwickler mussten eingestellt werden, man musste erstmal einen Plan vom Spiel selber entwickeln und so weiter. Es gibt ja keine Vorlage dafür. Ich will das nicht in Schutz nehmen damit, aber ich will es versuchen, möglichst objektiv und realistisch mal zu erklären, warum das Spiel eben seine Zeit dauert. Und gut Ding will bekanntlicherweise auch Weile haben. Und ich denke, dass das euch, also ich hoffe, dass es euch so einen guten Einblick in das Ganze gibt. Meine wunderbaren Grafik natürlich auch, wie immer. Das ist wirklich nur eine oberflächliche Betrachtung. Wir könnten jetzt noch 5 Stunden lang das Video in die Länge ziehen und ich könnte noch viel, viel mehr dazu sagen. Aber ich glaube, das bringt dann auch nichts. Guckt euch auf jeden Fall, das ist mein Tipp, wenn ihr in Star Citizen einsteigt, auch wenn es auf Englisch ist, guckt euch auf jeden Fall auf dem originalen Star Citizen Channel auf YouTube die Videos an, die sind sehr, sehr transparent. Jede Woche 4 Videos, Calling All Devs, wo also quasi die Star Citizen Spieler direkte Fragen stellen an die Entwickler und wir es dann beantworten, geht auch manchmal so ein bisschen in die technische Richtung. Das ist immer montags, dienstags ist nix. Oder warte mal, doch, Dienstag war, glaube ich, Lore-Post, oder? Also Dienstag oder Mittwoch geht es dann um die Lore. Donnerstag kommt dann Around the Verse, wo sie halt auch technische Dinge ansprechen und zeigen, wo sie gerade sind, wie weit sie gerade sind, was die Community so macht und so weiter. Und Freitag ist dann immer Reverse the Verse, wo man dann, das ist ja quasi so eine Art Livestream, geht knapp 1 Stunde immer. Ich kann das nur empfehlen, das ist immer so ein kleines Highlight. Guckt euch das einfach mal an, dass ihr da auch auf dem Laufenden bleibt und ihr könnt auch Fragen stellen an die Entwickler selber und dann werden diese gewotet. Ne? So, damit würde ich mich jetzt im Video hier verabschieden. Ich hoffe, dass es euch so reicht erstmal. Wenn ihr noch mehr Fragen habt, einfach in die Kommentare rein. Dafür ist es ja auch da. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ach, ich blende mal dieses schöne Bild hier ein. Ah, das ist so schön. So, macht's gut. Ciao. With 65 degrees, last time I asked, I was down on my knees. The last time I heard you speak, you shot ice into my veins.